In diesem Video gebe ich euch Tipps für euren ersten Disneyland Paris Besuch. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Tipps-Video über Disneyland Paris. Und zwar zu eurem ersten Besuch. Aber wahrscheinlich sind die Tipps auch für weitere Besuche ganz hilfreich. Ich habe das als Community-Projekt gemacht. Und zwar habe ich auf Instagram eine Fragebox in meiner Story gepostet und nach euren Tipps für den ersten Besuch gefragt. Weil jeder sieht das natürlich anders. Und ich dachte, ich mache das als Community-Projekt und binde euch mit ein und frage, was eure Tipps für den ersten Besuch werden. Und erstmal vielen, vielen Dank. Also ich hätte nicht erwartet, dass so viele Menschen darauf antworten und so viele Tipps geben. Also es ist eine richtig lange Liste geworden, die ich natürlich auch mit euch teilen werde. Und am Ende kommen natürlich auch meine eigenen Tipps für den ersten Besuch. Aber die sind eigentlich schon alle fast in diesen Tipps, die ihr gegeben habt, auch schon mit drin. Also wenn mir nochmal Instagram nicht folgt und ich werde, denke ich mal, jetzt öfter so Community-Projekte machen, dann folgt mir gerne auf Instagram MagicMoniMaus. Und wenn wir schon dabei sind, folgt mir auch gerne auf meinem YouTube-Kanal, denn ich weiß, über 50%, ich wiederhole mich, haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann tut das gerne einfach unten abonnieren drücken, auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein Video. Und ich hoffe, dass die Prozentzahl immer wieder ein bisschen kleiner wird. Ja, dann fangen wir jetzt an mit euren Erstbesuch Disneyland in Paris-Tipps. Ja, ich habe das versucht so ein bisschen zu kategorisieren, aber ich glaube, es wird totales Chaos werden. Ich fange erstmal so generell an, dass für die eure Einstellung, so wie ihr euch einstellt, also jetzt nicht direkt zum Park, sondern ja, erstmal so generelle Tipps. Also erstmal solltet ihr euch darüber bewusst sein, dass es kein typischer Freizeitpark ist. Also es gibt ganz viele Attraktionen und so weiter. Also es gibt natürlich Attraktionen, aber es ist jetzt nicht der Park, wo ihr für Attraktionen hinfahrt, sondern halt für das Ganze drumherum, die Magie, was es noch so gibt, die Shows. Also es ist kein typischer Freizeitpark, habt ihr geschrieben. Dann sollte man sich natürlich nicht vor den Menschenmassen und den Wartezeiten erschrecken lassen. Also Disneyland Paris, also seit letztem Jahr, ist eigentlich immer voll. Und deswegen solltet ihr euch halt da nicht abschrecken lassen. Und die Wartezeiten, ja, können natürlich für die ein oder andere Attraktion schon sehr lang sein. Übrigens, durch eure ganzen Tipps, und da waren auch ein paar Videoideen, Videoideen habe ich mir natürlich direkt notiert und werden auch dann in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt. Genau, dann solltet ihr euch nicht zu viel vornehmen. Also klar, kommt darauf an, wie lange ihr da seid. Wenn ihr natürlich eine Woche da seid, dann könnt ihr wahrscheinlich schon alles schaffen. Aber ihr solltet euch nicht zu viel vornehmen. Macht euch einen Plan. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre auch mein Tipp an euch gewesen. Macht euch einen Plan, was eine Prioritätenliste. Also was möchtet ihr unbedingt machen? Möchtet ihr zum Beispiel unbedingt Mickey Mouse treffen? Oder gibt es Attraktionen, die ihr unbedingt machen wollt? Genau, macht euch einen Plan und arbeitet den ab. Und wenn am Ende immer noch Zeit ist, am Ende des Tages, dann könnt ihr natürlich noch andere Sachen mit reinpacken. Also wie gesagt, nicht zu viel vornehmen und Erwartungen ablegen, hat auch einer geschrieben. Ja, also ich weiß nicht, also klar, Erwartungen, sowas zum Beispiel das Essen, ist halt nicht immer besonders gut. Da solltet ihr eure Erwartungen nicht allzu hoch schrauben. Und ja, also Erwartungen ablegen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mehr dazu sagen soll. Genau, und das war es, glaube ich, schon so zum Thema vorher so ein Gefühl dazu bekommen. Kommen wir jetzt zum Vorher, also bevor man ins Disneyland Paris kommt, sollte man auf jeden Fall frühzeitig buchen. Also wenn ihr sagt, boah, bis Disneyland Paris, da würde ich gerne mal hin, aber ich will jetzt nächste Woche dahin. Also dann wird es wahrscheinlich nicht so günstig sein. Und ja, also macht euch einen Plan, wann ihr hinfahren wollt. Schaut, wann es eventuell weniger los ist. Seid ihr auf Ferien angewiesen? Seid ihr nicht auf Ferien angewiesen? Schaut auf jeden Fall, wann französische Ferien sind. Und wenn, dann umgeht diese. Denn da ist der Park immer sehr, sehr voll und natürlich mit hohen Wartezeiten. Also frühzeitig buchen. Es gibt, glaube ich, schon jetzt auf der Disneyland Paris Seite, man kann bis nächstes Jahr 24, glaube ich, schon etwas buchen. Also wenn ihr sagt, nächstes Jahr im März an dem Wochenende möchten wir fahren, dann schaut mal, dann kann das natürlich auch günstiger sein.
Auch ein Tipp von euch, wie viele Tage? Also viele, und da bin ich auch ganz d'accord, haben geschrieben mindestens 3 Tage, also 2 Nächte, 3 Tage und wenn nicht sogar 4 Tage. Also da gehe ich auch voll mit ein. 3 Tage wären ideal, 4 Tage noch besser, wenn ihr es einrichten könntet, um halt nicht gestresst zu sein. Das kommt auch noch dazu. Also nehmt euch genug Zeit für die Sachen, macht einen Plan und hetzt euch nicht durch den Park. Saugt die Magie ein, schaut euch um. Es gibt überall kleine Secrets. Genießt es, wenn ihr da seid. Also nicht durchrushen und die Magie auf sich wirken lassen und genug Zeit einplanen. Deswegen mindestens 3 bis 4 Tage wären eigentlich ideal. Ja, also ich streiche mal ab, was ich gerade schon erwähnt habe, weil es jetzt nicht ganz so strukturiert auf meinem Blatt ist. Dann kommen wir zum Hotel oder zu den Hotels. Einer hat natürlich geschrieben, günstige Hotels in Torcy buchen. Ja, das machen wir ja hauptsächlich. Aber das ist halt, wenn ihr eine Jahreskarte habt oder öfter in den Park fahrt, dann ist das natürlich günstige Hotels in Torcy buchen. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne bei DMI, mit Preisvergleich. Also lohnt es sich, ein Hotel außerhalb zu nehmen, mit Eintrittskarten separat zu kaufen? Lohnt sich ein Disney-Hotel, Partner-Hotel und so weiter? Also ich verlinke euch das gerne, wenn euch das interessiert. Habe ich auch mal gemacht und euch die Preise rausgesucht. Also bei dem günstigen Hotels in Torcy buchen für den ersten Besuch bin ich nicht ganz so, stimme ich nicht ganz so zu, denn wenn, dann würde ich euch tatsächlich ein Disney-Hotel ans Herz legen. Ich weiß, es ist teuer und es kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten, ein Disney-Hotel, aber es gibt sehr, sehr viele Vorteile und zwar einmal die Extra Magic Hour. Und das haben auch ganz viele von euch geschrieben, Extra Magic Hours nutzen. Das sind die das ist die Zeit morgens, bevor die ganzen anderen Gäste in den Park können, also Disney-Hotel-Gäste und Jahreskarteninhaber der Magic Plus und der Infinity-Jahreskarte dürfen früher in den Park. Und es ist ganz klar so, dass während dieser Zeit wenig los ist an den Attraktionen und auch bei den Charakteren. Die Extra Magic Hours beginnen am 8.30 Uhr und gehen so bis 9.30 Uhr, 10 Uhr und dann werden die ganzen anderen Gäste reingelassen. Deswegen lohnt es sich, ein Disney Hotel zu nehmen, weil ihr halt diese extra Zeit nutzen könnt und die wirklich sehr, sehr viel ausmacht. Also ihr könnt in der einen Stunde richtig viele Attraktionen schaffen, vor allem die ganzen beliebten Attraktionen, die später im Laufe des Tages sehr, sehr lange Wartezeiten haben. Und ihr könnt natürlich mittags auch mal eine Pause machen im Disney Hotel, vor allem wenn ihr kleinere Kinder habt. Dann ist es nicht so weit und müsst irgendwie keinen Bus nehmen, sondern könnt einfach zu eurem Hotel laufen. Bleiben wir doch direkt bei der Vorbereitung. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt euer Wochenende oder eure Zeit ausgesucht, wann ihr fahrt, ihr habt gebucht, ein Disney Hotel. Und was müsst ihr vorher noch machen, bevor ihr dann im Park seid? Ganz, ganz wichtig, Restaurants reservieren. Eine ganz, ganz wichtige Sache in der App, also wenn ihr, sagen wir mal, kein Disney-Hotel-Gast seid, geht das nur 2 Monate vorher. Wenn ihr aber ein Disney-Hotel-Gast seid, könnt ihr, ich glaube, bis zu einem Jahr, da bin ich mir aber nicht so sicher, könnt ihr gerne unten kommentieren, wenn ihr das genau wisst, Restaurants reservieren. Und beliebte Restaurants, wie zum Beispiel das Auberge de Saint-Rignon, das Downtown-Restaurant und so weiter, sind beliebt und sehr, sehr schnell ausgebucht. Und wenn ihr Disney-Hotel-Gäste seid, habt ihr den Vorteil, es halt frühzeitig zu buchen. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann größer, dass ihr da auch einen Platz bekommt. Also ganz, ganz wichtig, Restaurants reservieren in der App 2 Monate vorher als Disney-Hotel-Gast. Ich glaube, ein Jahr vorher, aber da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Also das auf jeden Fall vorher anschauen, in welchen Restaurants ihr essen wollt. Was ich immer empfehlen kann, ist das Downtown-Restaurant, das Plaza Gardens ist immer sehr, sehr gut. Und wenn ihr auch mit Charakteren essen wollt, Auberge de Saint-Rignon ist zwar sehr, sehr teuer, aber lohnt sich auf jeden Fall. Da seht ihr 4 Prinzessinnen. Das sind so Restaurants, die ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Wir testen jetzt im Februar das Jeremy. Da wird es natürlich dann auch nochmal ein Video zu geben. Und ich denke mal, ich werde auch meine Top-Restaurants, Schnellimbiss und auch Table-Service-Restaurant, werde ich auch demnächst mal ein Video zu machen. Genau, also das vorher. Und was ihr euch vorher auch auf jeden Fall runterladen solltet, ist die Disneyland Paris App. Haben auch ganz viele von euch geschrieben, auf jeden Fall die App herunterladen, sich sich die App mal anschauen. Wo finde ich was? Wie sind die aktuellen Wartezeiten? Wann sind die Shows? Die Showzeiten werden, glaube ich, eine Woche vorher immer
in der App hochgeladen. Also da könnt ihr euch dann immer anschauen, wann sind die Shows, welche Shows möchte ich mir unbedingt anschauen. Schaut euch die Zeiten an, wann ist die Parade. Wenn ihr mehrere Tage seid, da seid, dann könnt ihr natürlich an einem Tag die große Parade schauen, Disney Stars and Parade. Und an den anderen Tagen ist während der Zeit, wenn die Parade läuft, meistens die Wartezeiten geringer. Also lohnt sich tatsächlich mal zu gucken, wann ich was mache. Und das findet ihr alles in der App. Auch jemand hat geschrieben, sich vorher angucken, wo die Toiletten sind in der App. Ja, das ist tatsächlich auch schon wichtig, zu wissen, wo die Toiletten sind. Aber ich glaube, das merkt man sich nicht. Also was auch gut in der App ist, man kann einfach nach Sachen suchen. Und dann sieht man, wo es ist und auch, wo man sich befindet. Und dann kann man sich dahin leiten lassen. Also ja, auf jeden Fall vorher mit der App bekannt machen. Ja, bleiben wir noch bei den Sachen, die ihr vor eurem Trip erledigen solltet oder was ihr achten solltet. Und zwar könnt ihr einmal Snacks zu Hause kaufen und auch Getränke und mitnehmen, aber ihr könnt es auch natürlich vor Ort machen. Wenn ihr mit dem Auto anreist, ist natürlich von Vorteil, wenn ihr es von zu Hause mitbringt. Ihr könnt alle möglichen Snacks mitnehmen, Obst, Nüsse, Chips, Gummibärchen, keine Ahnung. Ihr könnt euch Brote schmieren, Wraps machen, was auch immer. Ist gar kein Problem, ihr solltet nur kein Picknick im Park machen. Also das sagen die immer, kein Picknick, also ihr solltet nicht eure Decke ausbreiten und da irgendwie eine Picknick-Session machen. Aber ihr könnt auf jeden Fall Getränke und Snacks mitbringen. Ich glaube, Glasflaschen sind nicht erlaubt, aber sonst alle und Alkohol natürlich. Aber sonst könnt ihr alles von zu Hause mitbringen. Und da kommen wir jetzt noch zu einem Tipp, den ich schon ganz, ganz oft gesagt habe, aber ich erwähne ihn gerne nochmal hier. Ist diese Filterflasche. Die ist von Philips, gibt es aber auch von Brita. Ich verlinke euch gerne unten in der Infobox und die ist mega gut. Die haben wir in WDW gehabt, die benutze ich jetzt auch im Disneyland Paris. Wenn ich jetzt fliege, kann ich natürlich keine Getränke mitnehmen und man kann das an den Wasserspendern ganz leicht auffüllen. Das Wasser im Disneyland Paris ist leider chlorhaltig, also man schmeckt das Chlor und dieser Filter filtert diesen Chlorgeschmack wirklich zu 100% raus. Man schmeckt das Chlor nicht mehr. Ist wirklich gut und man kann das an den, eigentlich sind überall Wasserspender im Park verteilt. Aber im Winter ist es tatsächlich ein bisschen ein Problem. Da sind die Außenspender, die draußen sind, leider zu, deaktiviert, keine Ahnung. Da funktionieren nur die Wasserspender im Innenbereich, also zum Beispiel in der Liberty Arcade ist ein Wasserspender oder in dem Studio One. Oder halt in den Restaurants. Also ihr könnt in Restaurants natürlich auch nach Leitungswasser fragen. Tap Water ist auch gratis in Frankreich und dann könnt ihr euch die Flasche theoretisch damit auch auffüllen. Genau, also das nochmal zur Vorbereitung. Bestellt euch diese Flasche. Ist sehr, sehr praktisch. Verlinke ich euch gern unten bei dem i. So, Snacks mitbringen, habe ich gesagt. Natürlich könnt ihr auch Snacks vor Ort kaufen. Es gibt den Bahnhof direkt am Disneyland Paris. Das haben wir jetzt auch gemacht, wo ich geflogen bin. Da habe ich mir morgens zum Frühstück was gekauft. Da gibt es auch Supermärkte, also super, so eher kioskmäßig. Da gibt es dann Snacks, Sandwiches, es gibt einen Starbucks, es gibt ein Pret-à-Manger. Wenn das euch alles zu teuer ist, könnt ihr auch ins Val d'Europe fahren. Das ist eine U-Bahn-Station vom Disneyland Paris entfernt. Da gibt es auch das Auchan, das ist der Supermarkt in Paris oder ein großer Supermarkt. Und auch in Val d'Europe gibt es günstige Essensmöglichkeiten, hat jemand geschrieben. Also wenn euch die Preise in den Parks zu teuer sind oder im Village, dann fahrt ins Val d'Europe. Da gibt es auch günstige Essensmöglichkeiten. Aber ist natürlich, wenn ihr beim ersten Besuch seid, kann ich natürlich voll nachvollziehen, dass ihr nicht rausfahren wollt irgendwo anders, weil ihr natürlich die ganze Zeit im Park genießen wollt. Deswegen habe ich euch den Tipp jetzt gesagt, weil darauf gibt es günstige Essensmöglichkeiten, aber ich wäre, glaube ich, auch nicht bei meinem ersten Besuch irgendwo rausgefahren, um zu essen, weil mir die Zeit einfach zu schade wäre. Dann hätte ich halt geguckt, wo ich im Park esse. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Ja, und dann gibt es noch die Easy Access und Premier Access Karten. Also ich glaube, damit waren diese... Früher waren es die orange und die grüne Karte, also die Karten mit, es gibt die mit einer Beeinträchtigung und halt auch eine mit der Behinderung, aber tatsächlich bei dem Thema bin ich nicht so firm. Dazu hat Daniel mal ein Video gemacht, schaut da gerne mal auf seinem YouTube-Kanal da vorbei. Auch, glaube ich, wie man sie bucht, weil man kann vorher, also wenn man, keine Ahnung, man hat das Bein gebrochen, man ist schwanger, aber ihr habt auch wirklich eine Behinderung mit einem Behindertenausweis, dann kann man das vorher bei Disney beantragen. Ansonsten hilft euch auch die Hotline weiter. Aber ich werde mich irgendwann mal in dieses Thema reinfuchsen. Oder wenn von euch jemand da draußen sowas schon mal gemacht hat oder öfter bucht mit diesen Karten, dann schreibt mir gerne auf Instagram und dann können wir vielleicht mit den Infos, kann ich daraus mal ein Video machen für die anderen, dass es für die anderen auch behilflich ist. Weil wie gesagt, ich bin bei dem Thema nicht firm. Könnte ich mal, wenn meine Mutter mal wieder mitkommt in den Park,
dazu ein Video machen, aber es ist aktuell nicht geplant. Deswegen, also wenn einer von euch da draußen gerne dazu bereit wäre, mit mir die Information zu teilen, wie man das bucht und so weiter vorab mit diesen Karten Easy Access oder ich weiß nicht, ob es Premier Access heißt, weil Premier Access sind auch eigentlich die Fastpässe, die man kauft. Deswegen, also da bin ich tatsächlich nicht firm, aber wenn ihr eine Behinderung habt oder eine Beeinträchtigung, dann könnt ihr, bekommt ihr so eine Karte und dann könnt ihr bei diesen Beeinträchtigungen, könnt ihr Uhrzeiten ausmachen, um Charaktere zu treffen oder um Attraktionen zu fahren. Und bei der Karte mit Behinderung könnt ihr, also müsst ihr gar keine Uhrzeiten ausmachen, da könnt ihr einfach in den Premier Access Eingang gehen, die Attraktionen fahren mit, ich glaube, 4 weiteren Begleitungen. Und für Shows gibt es auch extra Bereiche für die Personen und auch genauso für Charaktere. Da müsst ihr auch dann, ich glaube, bei Charakteren muss man trotzdem eine Uhrzeit ausmachen. Also wie gesagt, ich bin bei dem Thema nicht ganz so firm, das tut mir leid, aber würde mich gerne mehr darin belesen und auch dazu mal ein Video machen, wenn ich Live-Beispiele habe, weil ich möchte jetzt hier nichts Falsches euch erzählen. Ja, und ein Tipp von euch, was vorab noch gemacht werden sollte, ist Monis und Daniels Videos schauen. Das fand ich sehr, sehr süß. Also ja, ihr könnt gerne unsere Videos schauen, wenn sie euch weiterhelfen für euren Besuch. Also viele von euch schreiben uns ja, dass unsere Videos euch sehr weitergeholfen haben für eure Besuche. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, also kurze Werbung in eigener Sache. Daniels und Monis Videos schauen. So, das waren eigentlich schon, glaube ich, alle Tipps, die ich vorher, also die vor eurem Besuch, die ich euch ans Herz legen konnte. Und jetzt kommen wir zu eurem, also ihr seid jetzt da, ihr seid angekommen im Disneyland Paris und möchtet natürlich das Größte und das Bestmögliche aus eurem Besuch machen. Und da habe ich jetzt auch ein paar Tipps für euch. Und zwar einmal, dass man im Village, also dieser Bereich vor dem Park, gar keine Eintrittskarte braucht. Das wissen wohl viele auch nicht. Dieser Bereich, wo es Restaurants und Shops gibt, da kommt man einfach so rein, da braucht ihr keine Eintrittskarte. Zum Beispiel, wenn ihr am Vorabend anreist und noch nicht in den Park gehen wollt, könnt ihr einfach ins Village gehen und da schon mal durch die Shops schlendern und was essen. Dann hat jemand geschrieben, es lohnt sich, wenn man ein Wohnmobil hat, denn der Parkplatz fürs Wohnmobil kostet 45 Euro pro Tag, ist auf dem Disneyland Paris Parkplatz und ja, also wenn ihr ein Wohnmobil habt, hatten wir tatsächlich immer geplant, mit Daniel und Brina mal ein Wohnmobil auszuleihen und dort zu übernachten. Haben wir aber bisher leider noch nicht geschafft. Dann solltet ihr auf jeden Fall bequeme Schuhe einpacken, Pflaster und Schmerztabletten. Bequeme Schuhe auf jeden Fall und Blasenpflaster auch immer ganz, ganz wichtig. Und ja, Schmerztabletten, ich habe auch oft mal Kopfschmerzen, wenn man zu wenig trinkt, das kommt leider vor im Park, habe ich auch gerne Schmerztabletten dabei. Dann hat einer geschrieben, Shows gucken, da gehe ich auch voll, das stimme ich voll zu, auf jeden Fall nicht die Shows verpassen. Mickey the Magician, die Lion King Show, alles mega coole Shows und ja, auf jeden Fall sehenswert. Auch wenn ihr nur Adrenalin-Junkies oder Attraktionen fahren wollt, solltet ihr euch mal zwischendurch die eine oder andere Show angucken und man kommt in den Shows auch so ein bisschen runter, man kann kurz entspannen, man sitzt, muss in den Rucksack, kann man mal ablegen. Also es ist schon sehr, sehr empfehlenswert. Ja, einer hat geschrieben, oft lohnt sich eine Jahreskarte, auch bei einmaligem Besuch. Ja, das kommt darauf an, wann ihr fahrt. Wenn ihr zu einer Low-Season fahrt, könnt ihr tatsächlich auch sein, dass die günstigste Jahreskarte schon für euch günstiger ist als die Eintrittskarten. Wie gesagt, dazu habe ich mal ein Video gemacht, habe ich euch bereits verlinkt. Also ja, oft muss man einfach durchrechnen, ob es sich lohnt. Aber bei der günstigsten Jahreskarte zum Beispiel könnt ihr nicht die extra Magic Hours nutzen. Also ich würde euch trotzdem raten, wenn es euch finanziell reinpasst, immer beim ersten Besuch ein Disney-Hotel als Pauschale zu buchen. In der Pauschale habt ihr ja auch Eintrittskarten dabei und eventuell sogar Halbpension. Dann nicht zu regulären Essenszeiten essen gehen, da lieber Attraktionen machen. Das stimmt, da gebe ich auch euch recht. Also in der Mittagszeit, wenn alle essen gehen, ist es natürlich immer mega voll. In den Counter-Restaurants, außer ihr habt eine Reservierung, also in den Schnellimbiss-Restaurants ist da immer sehr, sehr voll. Und könnt die Zeit dann nutzen, wenn die anderen essen gehen, für Attraktionen. Da gehe ich auf jeden Fall mit dem Tipp. Mittagszeit oder auch gegen Abend, dann könnt ihr ja mit Snacks überbrücken. Nochmal zum Thema Restaurant, Mobile Order nutzen, das stimmt. Also wenn ihr jetzt auch ein Schnellimbiss-Restaurant essen gehen wollt, Casey's Corner, Hyperion, ich glaube mittlerweile haben sehr, sehr viele, Hakuna Matata haben auch Mobile Order. Finde ich echt gut, eine gute Sache. Macht man über die Disneyland Paris App, deswegen auf jeden Fall nochmal Disneyland Paris App. Und genau, dann könnt ihr da halt das
vorher bestellen und müssen nicht in der langen Warteschlange im Schnellimbiss-Restaurant warten, sondern können das über einen separaten Eingang einfach abholen. Ich wollte dazu mal ein Video machen, zu Mobile Order, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, weil wir seit Monaten irgendwie kein Mobile Order mehr benutzt haben. Vielleicht mache ich es mal im Februar, wenn wir da sind. Steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste für ein Video, ein Mobile Order Video für euch machen, wie es funktioniert. Wenn ihr noch mehr Ideen habt für Videos, schreibt gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich schreibe mir mal alles auf und versuche es umzusetzen. Wie gesagt, aus den ganzen Nachrichten sind mir auch schon wieder 5 weitere Videos, Videoideen eingefallen. Bleiben wir beim Essen. Und zwar, Essen mit den Disney-Figuren ist ein besonderes Erlebnis. Wenn ihr zum Beispiel ein besonderes Ereignis habt, einen runden Geburtstag oder Hochzeitstag oder weiß ich, lohnt sich tatsächlich ein Essen mit den Disney-Figuren. Es ist teuer, das ist leider so. Aber es ist ein besonderes Erlebnis. Zum Beispiel im Belle de Cendrillon trifft ihr dann 4 Prinzessinnen, im Plaza Gardens trifft ihr auch, glaube ich, 4 oder 5 Charaktere. Also war auch ein Tipp von euch zu besonderen Anlässen. Ist ein besonderes Erlebnis, Essen mit den Disney-Figuren. Ja, das Plaza Gardens habt ihr empfohlen, da bin ich auch voll d'accord. Ist ein richtig solides Buffet-Restaurant, für jeden Geschmack was dabei. So, ich glaube, das war alles zum Thema Restaurant. Bleiben wir bei Attraktionen. Oder kommen wir zu... noch was zu Restaurants. Mit jüngeren Kindern lohnen sich Counter-Restaurants, hat einer geschrieben. Ja, weil die waren wohl im Waltz und das war jetzt nicht sowas für jüngere Kinder. Kann ich auch verstehen. Waltz ist ein sehr ruhiges Restaurant, also da es passiert halt nicht viel und man sitzt halt und es ist nicht aufregend, deswegen kann ich schon verstehen, dass das Waltz jetzt nicht das Restaurant für kleinere Kinder oder jüngere Kinder ist. Plaza Gardens mit Disney-Figuren ist dann natürlich was ganz anderes, aber Counter-Restaurants, also die Schnellimbiss-Restaurants, geht auch schneller mit Kindern und dann hat man mehr Zeit für die Attraktionen, weil in so einem Restaurant, wenn man da sitzt und Buffet oder ein Menü bekommt, das dauert halt ein bisschen länger als jetzt so ein schnelles Restaurant. Ja, jetzt kommen wir zu den Attraktionen. Einmal für Familien Baby Switch bei Rides benutzen. Also, was bedeutet Baby Switch? Wenn ihr ein Kind dabei habt, welches noch nicht auf diese Attraktion fahren darf, von der Größe, vom Alter, sonst was, dann kann sich ein Familienmitglied anstellen, sagen wir mal die Mutter, stellt sich ganz normal an der Attraktion an, sagen wir mal Hyperspace Mountain. Und wenn sie dran ist, dann sagt sie Baby Switch oder wenn man rausgeht. Und dann bekommt sie so ein Kärtchen und vom Castmember und dann fährt sie die Bahn und geht raus. Und dann darf der Vater, der währenddessen auf das Kind aufgepasst hat, mit dieser Karte durch den Ausgang, also Premier Access oder Behinderteneingang, reingehen und muss nicht mehr anstehen. Genau, also das ist Baby Switch. Wie gesagt, bei den Attraktionen, wo das Kind dann nicht mehr drauf darf, bei den ganzen Achterbahnen und so weiter, wird Baby Switch angeboten. Also wenn es eine Mindesthöhe gibt, sowas wie bei Small World oder sowas, gibt es das, glaube ich, nicht, weil da schon Babys mit drauf gehen dürfen, theoretisch. Genau, dann Taschen mit auf die Attraktionen. Also ja, das hatte Vicky auch mich gefragt. Muss man alle Taschen auf die Attraktion nehmen oder wie läuft das da? Ja, im Disneyland Paris, bis auf eine Attraktion, nimmt man überall die Taschen mit. Also da müsst ihr auch darauf vorbereitet sein. Man steckt sie immer zwischen die Beine, vor sich, in den freien Raum. Und bis auf den RC Racer. Beim RC Racer, das ist in den Walt Disney Studios, das ist dieses Toy Story Auto, was so hin und her fährt. Da gibt es Ablageflächen für Taschen, aber da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, weil da fährt man als Einzige einmal den Ride und dann muss man aufsteigen. Wie gesagt, ansonsten bei allen anderen Attraktionen, also Achterbahn, auch mit Looping und so weiter, überall wird die Tasche mitgenommen. Dann Single Rider nutzen, ist auch ein Tipp von mir, auf jeden Fall, wenn ihr damit kein Problem habt. Wir haben oft Single Rider genutzt, jetzt mit Vicky bei Ratatouille und ich glaube bei Hyperspace war es auch offen, habe ich vorher noch nie benutzt. Ja, also wenn ihr damit kein Problem habt, dann nutzt auf jeden Fall den Single Rider, weil oft weniger Wartezeiten sind. Ja, und das waren alle Tipps für Attraktionen. Und den letzten Tipp, den ich noch nicht genannt habe, ist genug Geld mitnehmen. Hat jemand geschrieben. Für Merch und so weiter. Also ja, Disneyland Paris ist sehr teuer. Wenn ihr Kinder dabei habt oder so weiter, die Augen sind natürlich groß in den Shops und es gibt sehr, sehr viel zu kaufen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, genügend Geld mitbringen.
Ja, und das war's. Das waren alle eure Tipps für den ersten Besuch. Also richtig viele Tipps zusammengekommen. Das Video ist richtig lang. Und wie gesagt, bei den meisten Tipps bin ich auch voll dabei. Also Plan. Auf jeden Fall einen Plan machen, die App runterladen, genügend Zeit nehmen. Das würde ich voll unterstreichen. Da bin ich voll dabei. Restaurants reservieren vorab. Wenn ihr irgendwelche Restaurants auf jeden Fall machen wollt, auf jeden Fall vorher reservieren. Weil wenn ihr vor Ort seid, ist die Möglichkeit natürlich immer noch da, dass ihr einen Platz bekommen würdet, wenn jemand absagt, aber lieber vorher reservieren. Dann ja, sich mit dem Park vertraut machen. Wo befindet sich was? Was möchte ich wann machen? Genau, und nicht hin und her laufen. Also sagen wir mal, ihr wollt zuerst Hyperspace Mountain fahren und sagt dann, danach möchte ich aber unbedingt Indiana Jones fahren. Das ist von der Distanz her irgendwie so im Park und dann verliert ihr viel zu viel Zeit. Also macht irgendwie Themenland nach Themenland und nehmt euch aber trotzdem genügend Zeit und lauft nicht hin und her, unnötig hin und her. Genau, das war, hätte ich auch als Tipp gesagt. Auf jeden Fall das gratis Leitungswasser und die Flasche nutzen. Das ist auch ein guter Tipp, um vor allem auch Geld zu sparen und nicht so viel mit sich rumzuschleppen. Und ja, frühzeitig buchen, 3 bis 4 Tage. Das waren auch so meine Tipps, die ich an euch gegeben hätte. Also es kamen alle Tipps, die ich euch auch gegeben hätte, kamen von euch bereits. Deswegen kann ich das nur unterstreichen und hoffe, dass euch dieses Video weitergeholfen hat für euren ersten Disneyland Paris Besuch oder auch für die weiteren Disneyland Paris Besuche, weil ich denke, viele Tipps wissen vielleicht auch Leute, die jetzt noch nicht oder schon im Disneyland waren, aber noch nicht so oft, haben bestimmt den einen oder anderen Tipp noch mitgenommen aus dieser Liste. Und ich freue mich wirklich sehr, dass so viele mitgemacht haben. Also ich werde das jetzt öfter machen, so Community-Videos, wo ich euch mit einbinde und eure Tipps. Glaube ich, kommt ganz gut, weil ja, ich werde zum Beispiel nicht auf vorher gucken, wo Toiletten sind oder das mit dem Wohnmobil hätte ich jetzt auch nicht für den ersten Besuch gesagt. Das mit dem Village, dass man da keine Eintrittskarte braucht. Also das sind halt so Sachen, die für mich schon normal sind, aber für euch vielleicht nicht. Ne? Also deswegen finde ich immer gut, euch da mit einzubeziehen. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.